heute mit Karin Frey. Guten Abend, ganz herzlich willkommen im Club. Vor gut einem Monat ist der ehemalige siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher beim Skifahren verunfallt. Jetzt soll er langsam aus seinem künstlichen Koma aufwachen. Was das genau heisst, weiss niemand und auch nicht, was auf ihn zukommt. Wie erlebt man so eine Situation und wie bestreitet man den Kampf zurück ins Leben? Das wissen meine Gäste. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Albrecht. Die Sportwelt hat den Atem angehalten, wo der Skirennfahrer im Training zu Kitzbühel so schwer gestürzt ist, dass er mit einem Schädelhirntrauma liegen geblieben ist. Sein Traum vom Skirennfahrer hat er aufgegeben, sonst kann er aber alles machen, sagt er. Bei uns ist der Thomas Scherer. Erst gerade zurück von seiner Hochzeitsreise hat er sich vor 14 Jahren bei einem Sturz aus einem Fenster ein Schädelhirntrauma zugezogen. Er, der Umweltwissenschaftler, werde nie mehr zum Rollstuhl rauskommen, hat es damals geheissen. Heute fährt er Velo, steigt auf Berge und ist Vater von 4 Kindern. Mit dabei ist Jean-François Gächter. 2003 ist er mitten in der Stadt Basel von jemandem Unbekanntem abgeschlagen worden und hat beim Sturz auf den Asphalt ein Schädelhirntrauma erlitten. Sein Studium hat er später mit viel Aufwand abgeschlossen. Einen Job zu finden, wenn man nicht 100% fit ist, das ist aber schwierig. Ich begrüße Andreas Luft, Professor für Neurorehabilitation vom Unispital Zürich. Er ist täglich mit Menschen in Kontakt, die ein Schädelhirntrauma erlebt haben. Die Schweiz habe verglichen mit anderen Ländern beste Reha-Möglichkeiten. Trotzdem, sagt er, werde noch zu wenig gemacht. Ja, und ganz nahe am Schicksal von Jean-François dabei ist seine Mutter, Monique Gächter. Nach dem Unglück hat sie ihren Beruf als Zahnärztin sofort aufgegeben und hat sich zusammen mit der Familie voll und ganz im Gesundwerden von Jean-François gemittelt. Ganz herzlich willkommen, freue mich, sind Sie da. Ich möchte von Ihnen wissen, Daniel Albrecht, wo Sie die Nachricht gehört haben von Michael Schumacher, von dem Unfall und dass er ein Schädelhirntrauma hat. Was ist natürlich Kopf? Es tut ihm schon weh, wenn man sieht, dass es das Problem wieder jemand hat. Und durch das, was im Skifahren passiert ist, durch das, dass er ein so grosser Sportler ist, geht es halt durch die Medien und dann kriegt man das alles extrem nach mit. Das geht einem auf jeden Fall sehr, sehr nach. Mit all den Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und eben, auch bei mir hätte man nie genau gewusst, genau wie wird es. Also Prognosen hätte man nie genau einlegen können. Und schon etwas sehr Frappierendes, finde ich. Thomas Scherer, Sie haben den Fall auch nicht verfolgt. Ja. Und zwar eben aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, ja, der hat genau die gleichen Probleme und steht vor den gleichen Schwierigkeiten und wird sehr wahrscheinlich auch ein paar böse Überraschungen noch müssen erleben. Und darum bin ich interessiert, mitzuverfolgen, wie es mit ihm weitergeht. Monique Gächter. Wir sind ganz, ganz weit weg gewesen. Und wenn wir das gesehen haben, haben wir gedacht, oh, mon Dieu. Und man denkt natürlich, ich habe sofort an den die Frau, Angehörige und habe nur gedacht, hoffentlich haben sie dann viel Kraft. Wir reden über das in dieser Stunde. Ich möchte noch für eine Minute bei Michael Schumacher bleiben. Es ist ja viel gewährleistet worden jetzt in den letzten Tagen. Also zuerst hat es geheißen, ja, das ist schlecht, dass er so lange im künstlichen Koma gehalten wird. Dann hat es geheißen, nein, nein, dass man ihn jetzt aufweckt, das ist gut. Und dass er blinzelt, hat sich erst recht gut. Kann man da überhaupt irgendwie so etwas wie eine substanzielle, ja, nicht eine Prognose, oder überhaupt etwas Substanzielles sagen? Nein, kann man eigentlich nicht. Man muss den Fall genau kennen, um da überhaupt etwas zur Prognose sagen zu können. Und selbst wenn man die Bilder kennt, wenn man die Untersuchung kennt, selbst dann ist die Prognose immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Es ist meistens besser, als sie am Anfang erscheint. Bei einem Schädelhirntrauma wird das Hirn verletzt. Kann man wie kurz zusammenfassen, was mögliche Folgen sind von so einem Schädelhirntrauma? Was ist die Bandbreite? Also meistens kommt es zu einer Blutung ins Gehirn und die erhöht den Druck im Kopf. Und wenn der Druck im Kopf steigt, dann ist natürlich der ganze Rest des Gehirns, auch die Stellen, wo es nicht eingeblutet hat, in Gefahr. Und das erzeugt dann noch zusätzliche Probleme. Es kann dann auch eine ganze Reihe von anderen Komplikationen geben, wie natürlich Infektionen, wie zu wenig Blut im Kopf, also Hirnschläge, Schlaganfälle.
Es gibt eine ganze Bandbreite. Allein schon die Tatsache, dass man dann intensiv medizinisch versorgt wird, ist natürlich eine komplikationsträchtige Angelegenheit an sich. Und jetzt heisst es, man will ihn aufwachen. Also, was passiert denn jetzt genau? Was heisst das? Ja, man versetzt die Leute in ein Koma, letztendlich damit der Hirndruck unter Kontrolle bleibt. Weil wenn das Gehirn nicht aktiv ist, dann braucht es weniger Blut. Und das führt dazu, dass das Gehirn dann etwas kleiner wird im festen Schädelinnenraum. Und deshalb versucht man, die Verunfallten über diese Zeit des Hirndrucks hinwegzubringen, bis das Gehirn wieder abschwellt, mit Hilfe dieses künstlichen Komas. Sie drei haben das alle erlebt, das Koma, aufwachen, plötzlich wieder da sein. Daniel Albrecht, mögen Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie aufgewacht sind? Die ersten Gedanken, die ich hatte, waren eigentlich 3 Wochen nach dem Aufwachen. Also ich war eigentlich schon 2-3 Wochen wach, habe mit halbwegs probiert zu reden, habe mit Angehörigen und so weiter diskutiert, aber von dem weiss ich absolut gar nichts mehr. Und was ist das Erste, was Sie in Erinnerung haben, was Sie wissen? Also das Erste, was ich in Erinnerung habe, ist eigentlich das Bild vom Spitalbett uns. Die weisse Decke, wo ich gewusst habe, wo sie ist. Die weisse Decke? Wie war das bei Ihnen, Herr Gächter? Das Erste, was mich daran erinnern konnte, war, als wir auf den Lift gewartet haben. Also Sie sind schon quasi rumgelaufen? Nein, im Bett drin. Weil man mich mal disloziert hat und haben wir vor dem Lift gewartet. Und das ist jetzt der erste Moment, wo ich mich daran erinnere. Ja. Es ist interessant, dass Sie das sagen mit der weißen Decke. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber als Sie Ihr Studium abgeschlossen haben, haben Sie genau etwas gegen die weiße Decke gemacht, die man dann aufschaut, oder? Genau, das habe ich in meiner Bachelorarbeit mit einbezogen, und zwar Dreambox. Das ist eigentlich dazu gemacht, dass man Bilder, persönliche Bilder oder Filme tut, an die Decke projizieren und an die Wand, kombiniert mit Duft und Ton. Das halt je nachdem auf Person eingestellt und auf Person, ja. Also, dass es angenehmer ist zu erwachen? Dass es auch unterstützt zu erwachen. Weil jetzt bezüglich Schumacher, wo wir vorhin ja gesprochen haben, bei ihm ist es in der Zeitung gestanden, dass man auf die Idee gekommen ist, Formel 1 Geräusch laufen zu lassen, oder? Ich finde jetzt das fast ein bisschen, Formel 1 Geräusche sind ja relativ prägnant, oder? Und ich finde jetzt, von mir aus würde ich jetzt eher sagen, der Formel 1 Duft, vielleicht der Boxenduft oder so, von der Dreambox entgehen lassen, der dann so unbewusst aufgenommen wird und ihm unterstützt. Gut, man kann sich dann melden bei Ihnen, oder? Gerne. Thomas Scherer, wie ist das bei Ihnen? Sie sind 10 Monate lang im Koma gelegen. Der erste Moment, wo Sie sich daran erinnern mögen. Ich habe einfach mich, als ich das Programm, das ich machen musste, in der Rehab, habe ich mich plötzlich gefragt, was wollen eigentlich die von mir da, was mache ich da? Also ich habe den Sinn einfach nicht gesehen, weil ich ja nicht gewusst, warum dass ich da bin. Und das sind so die ersten Gedanken, die mir geblieben sind. Irgendwie. Also völlig an einem anderen Ort verwachen, ganz nicht gewusst, genau. Was und was, wie. Was soll das da? Aha. Jetzt ist ja das ein langer Prozess, das Aufwachen. Das heisst, es hat immer wieder Momente gegeben, wo Sie da waren und wo Sie wieder weg waren? Ja, es hat plötzlich wieder neue Komplikationen gegeben, wo ich irgendeine Infektion hatte und wieder ins tiefe Koma gefallen bin. Darum ist das, kann man nicht sagen, ich sei nach 10 Minuten wach geworden. Das ist eben wirklich sehr, sehr langsam gegangen. Und ich habe das Gefühl, manchmal sehe ich heute noch in einer Art Koma, weil ich einfach gewisse Sachen nicht wahrnehme, die man fördern sollte. Das merkt man selber schon, dass man, also, solange man irgendwie frisch ist im Kopf, dann siehst du viel mehr und nimmst viel mehr wahr. Und sobald man aber müde wird, plötzlich doch etwas Extremes passiert, du realisierst es gar nicht. Wenn wir von den Erinnerungen reden, Thomas Scherer, wo Sie verwacht sind und Ihre Frau, Sie haben ja frisch geheiratet, ist vor Ihnen gestanden. Haben Sie sie gekannt? Haben Sie gewusst, dass das Ihre Frau ist? Ja, auf jeden Fall. Also, und
Das ist nie zur Diskussion gestanden. Aber nein. Schön. Ja, aber, ja, wäre ja noch schlimmer, müsste sich jemand verlieben, wo man nichts kann. Auch sein. Ja. Nein, aber zum Beispiel an Detail von unserer Hochzeit, die wir gerade vor kurzem hatten, kann ich mich nicht mehr erinnern, mag ich mich auch heute nicht mehr erinnern. Aber dass sie stattgefunden haben, das ist klar. Und die Erinnerung an die Kindheit, an früher, die sind da? Zum Teil, ja. Ja. Sie haben uns ein Büchlein mitgebracht, ja. Das war ihr Bergsteigerbuch. Ein Gipfelbuch. Genau, können wir da mal kurz reinschauen. Da sieht man nämlich den Thomas Scherer als Kletterer. Also er war nicht der Michael Schumacher und auch nicht der Dani Albrecht, aber er war sehr sportlich. Können wir mal schnell reinschauen. Da haben Sie... Das ist jetzt das. Da bin ich auf einer Skitour gewesen. Auf dem Gipfel vom Mittelhorn im Berner Oberland. Und das sind einfach wahnsinnige Momente, die ich dort auf diesen Gipfel erlebt habe mit meinen Eltern zusammen. Und das war ein schöner Teil. Ja. Und gerade so Sachen? Und da vorne ist ein... Was haben Sie da? Da sind Sie auf einem... Sind Sie das da oben? Nein, das ist der Kollege, den ich sichere, sehr aktiv sichere, wie man sieht. Ich kann ja sogar noch ein Foto machen nebenzu. Nein, das ist der Diamantstock, den wir bezwungen haben. Das ist eine ausgesetzte Tour, wie man sieht, da, über die Gröte hinein. Aber das war das, was wir früher gemacht haben. Ja. Und auf ganz so hohe Berge steigen Sie heute nicht mehr, oder? Das ist leider nicht möglich. Ich würde es gerne machen, aber jetzt wohne ich auch in Norwegen und dort sind die Berge halt nicht so hoch wie in der Schweiz. Aber Sie sind auf der höchsten aufgestiegen? Ja, ja, genau. Wie hoch ist er? 2500 Meter. Immerhin. Das ist ungefähr. Aber von null aus ist das, oder? Das geht auch von mir aus. Also, okay. Du bist noch ein paar Stunden unterwegs. Dani Albrecht. Haben Sie sich, wo Sie verwacht sind, beziehungsweise wo Sie dann wieder bei sich waren, haben Sie gewusst, dass Sie Skirennfahrer sind? Am Anfang, wo man zuerst mal erwacht, weiß man gar nichts. Es ist irgendwie, es geht relativ lang, bis man sich dann mal irgendwo fragt, wie man überhaupt heisst, wie alt das man ist. Ganz am Anfang ist meine Frau ist immer mit, die Eltern sind immer irgendwo besuchen, nicht mehr da gewesen. Und Sie haben Frau gekannt? Und ganz am Anfang weiß ich es nicht, weil ich am Anfang nur einschätzen kann, ob sie ein positiver Mensch ist oder nicht gut. Also der, die mir jetzt jeden Mittag zu essen gebracht hat, die haben einen positiv abgebucht. Aber es hat einmal eine Situation gegeben mit der Frau, wo mir der Arzt gesehen hat, dass um 4 Uhr kommt eine deutsche Physiotherapeutin mich eine halbe Stunde behandeln. Und dann ist aber genau um 4 Uhr meine Frau gekommen. Und ich habe das gewusst, dass es meine Frau ist, aber irgendwie die deutsche Therapeutin ist nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe mir einfach überlegt, wieso kommt die von Deutschland und wieso ist das eine Therapeutin? Das ist doch meine Frau. Aber wie erlebt man das? Eben so die Verunsicherung, die ja auch stattfindet. Also die Frage auch, habe ich noch Wurzeln? Welche Wurzeln habe ich? Deshalb ist es eben sehr wichtig, wenn die Umgebung immer da ist. Das haben wir mit dem Jean-François gemacht, weil wir haben gemerkt, no idea, wer er ist, überhaupt am Anfang nicht realisiert, dass er überhaupt in einem Spital ist, dass ihm etwas passiert ist. Und wir haben natürlich dann, schon als er im Koma war, haben wir ihn mit ihm angeleitet, wir haben mit ihm geredet. Und als er im Wachkoma war, haben wir, wie bei einem Kind, wo man 100-mal das gleiche Buch erzählt, haben wir bei ihm wieder das gleiche gemacht, aber mit Geschichte der Familie, Geschichte von ihm, ein Bild zeigt von der Katze, von dem Hund, von seinem Zimmer, von seinem Puff im Zimmer und alles. Also alles ist dabei gekommen. Und das täglich und täglich, bis manchmal so ein kleines Detail, wie jetzt ein kleines Detail von dem Lift, wo er gewartet hat, auf dem CT zu gehen, nach ich weiß nicht wie viele Wochen. Es sind ganz so kleine Lichtli, wo kommt und dran tut man sich dran hängen und dann kommt der nächste Stufe effektiv. Sie haben das Ganze ja dokumentiert, ja. Und haben uns ein paar Fotos mitgebracht. Man sieht, schaut man uns das an, man sieht auf dem Bild,
Das ist die Schwester von Jean-François. Die eine Schwester. Genau. Ja, genau. Und da ist er? Da ist er gerade aus dem tiefen Koma. Haben sie ihn auch rausgeholt. Das, was wir jetzt mit dem Schuhmacher machen. Er reagiert noch nicht. Und die Schwester tut mit ihm reden. Und das ist jetzt später dann jetzt auch wieder. Ja. Es hat immer vom Morgen am 10 Uhr bis am Abend am 10 Uhr jemand beim Jean-François gehabt, nebst der Schwester, also Spitalpersonal, hat es immer jemand von uns gehabt, wo Spitalpersonal hat nicht so viel Zeit, sich mit dem Patienten medizinisch alles richtig machen, Physiotherapie, alles und so weiter. Aber die Erinnerungen, das können nur die Angehörigen wieder machen. Waren Sie die ganze Zeit da bei ihm? Ja, die ganze Zeit. Und wenn ich nicht konnte, haben wir jemanden organisiert. Und das haben wir mit dem Spital ausgehandelt. Das ist beeindruckend und auch wichtig. Und was man vom Foto sieht, ich hatte noch ein Bärchen neben mir. Meine Schwester hat mir dann noch ein Bärchen geschenkt, weil sie auch nicht rund um die Uhr da sein konnte, dass ich dann immer jemanden hatte, um mich daran zu klammern. Immer jemanden auch in der Nacht. In der Nacht, ja, genau. Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass rund um die Uhr oder dass eben vor allem die Angehörigen dort sind. Was macht es? Wie Sie sagten, wie die Frau Gechter sagte, das Spitalpersonal ist natürlich meistens fremd und auch nicht die ganze Zeit da und kann einen nicht so stimulieren, wie Sie das gemacht haben. Und dadurch, dass der Patient die Angehörigen natürlich viel besser kennt, tritt ein Bezug auf, den er nie zum Spitalpersonal haben kann. Und das ist zumindest positiv. Keiner hat untersucht, jetzt wissenschaftlich gesehen, was das für einen Effekt hat. Man würde auch nicht jetzt die einen von den Angehörigen trennen und die anderen mit den Angehörigen zusammenbringen, um das zu untersuchen. Aber das sind also keines, aber also, erlebt, unbestritten sind das richtige Dinge. Ich habe mir dann einfach eine Pflegefachfrau, ich habe dann wie eine Art Beziehung oder zu der einen. Ja, Kontakt. Aber Kontakt genommen zu einer gewissen Pflegefachfrau, die halt immer probiert hat, aber so viel wie möglich nicht mehr zu sein. Gibt es Bezugspflege und Bezugstherapeuten, um das ein bisschen näher zu bringen und nicht ganz so unpersönlich zu machen. Genau. Also, ich habe das auch so erlebt, dass ich jeden Tag ist das eigentlich das Highlight gsi, wenn ich wusste, dass am Abend um 6 oder 7 Uhr kommt meine Frau auf Besuch und dann haben wir eine Stunde oder so, wo wir zusammen können reden. Ich konnte zwar noch nicht reden, aber sie hat mit mir geredet und hat gesehen, wie es mir geht. Und das war immer ein Highlight gsi. Und wenn sie eigentlich nicht hätte kommen können, dann hat sie auch irgendein Kollege oder sonst jemand von der Familie organisiert, der zu mir gekommen ist. Und darum bin ich auch der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass so etwas stattfindet. Das gibt Motivation. Bei mir war es so, dass die Freude und die Familie eigentlich immer jemand da war. Und ich habe es extrem wichtig gefunden. Was am Anfang noch schwierig ist, du kannst nicht auf 4, 5 Personen dich konzentrieren. Es ist noch gar mir vor allem die Freude. Und ich einfach gewusst, die ist da und die versteht mich. Und hat man mit der einen engen Kontakt. Aber sobald es 2, 3 waren, war das schon zu viel. Also wirklich, für mich ist nur eine Person da sein. Und was mir noch schwierig war, ist, alles, was mir erzählt wurde, ist, das konnte ich nicht öffnen. Ich habe gar nicht gewusst, um was es geht. Also ich musste immer Fragen stellen. Relativ lang. Dann wurde erst mit der Zeit besser geworden. Aber am Anfang war es wirklich so, dass ich nur das aufgenommen habe und nicht gefragt habe. Also man hätte ihnen auch erzählen können, sie sind Kaminfeger oder irgendwie? Ja, das ist, aber dachte ich mir schon, ja, du weißt nicht, was ein Kaminfeger ist. Und dann kommst du nicht nach und dann denkst du einfach, ich wollte lieber schlafen. aber hätte man können unterscheiden, gerade wenn die Erinnerung noch nicht da ist, was könnte stimmen und was nicht? Oder wie macht man das? Es ist schwierig zu sagen, weil man kommt zu sich in langsamen Stufen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wo ich immer wach. Also am Beginn des Wachkomas oder auch in der Mitte des Wachkomas kann ich nicht sehr viel darüber sagen, weil ich habe nur so abschnittweise Erinnerungen. Und einfach im letzten Teil, wo man es dann wirklich, da kann ich dann sagen, ja.
wie es dann gegangen ist. Aber was mir noch in den Sinn kommt, bezüglich Reden, ich auch wieder müssen anfangen lernen reden. Und was bei mir am Anfang war, ist, dass ich immer falsche Wörter gebraucht habe. Und dass ich dann mal etwas wollte sagen, habe ich aber ein falsches Wort gebraucht. Und ich so, ja, was willst du denn sagen? Ja, eben. Und dann so, was denn? Dann ist er verrückt worden. Eieieiei. Also eben, man hat das Gefühl, ich verstehe mich dann nicht. Oder was, oder? Das ist das, was ich am Anfang komisch gefunden habe. Wieso, wenn ich jetzt sage, ich will ein Fleisch essen, wieso kommt immer eine Gegenfrage? Wenn ich sage, ich will ein Fleisch essen, ist immer die Frage, willst du ein Fleisch essen? Ja, ich will ein Fleisch essen. Und ich habe es lange nicht gemerkt, dass ich zum Fleisch einen anderen Namen gegeben habe. Also es war einfach der Audi. Ich will ein Audi essen, super. Ich hatte relativ viele so Verwechslungen am Anfang. Also Sie haben das auch gar nicht gemerkt, dass Sie es verwechselt in dem Fall? Ich habe es nicht realisiert. Und dann, wo die Gegenfrage kam, die richtige Gegenfrage, habe ich sehr richtig gesehen, aber gesehen, ich habe doch so schon lange gesehen, dass ich ein Fleisch will essen. Mhm. Ich habe es aber selber nicht realisiert, dass ich jetzt erst jetzt kapiert habe, was ich sage. Was passiert da im Hirn? Das nennt man Aphasie, so eine Sprachstörung. Also die meisten von uns sind ja Rechtshänder. Da sitzt die Sprache in der linken Hirnhälfte. Und wenn man da die Verletzung hat, dann ist die Sprache gestört. Es äußert sich dann in solchen Verwechslungen von Wörtern. Es äußert sich aber auch dann, dass man nicht mehr versteht, was der andere sagt. Dann wird es natürlich schwieriger, weil dann ist man so abgeschottet von der Umgebung und hat gar keinen Zugang zu ihr. Dann äußert sich das dann häufig in großer Frustration für den Patienten. Ja. Es ist bei mir oft passiert, wenn mir etwas erzählt wurde, was ich nicht gefragt habe. Weil, zum Beispiel, was war die Mutter, wo ich dann gewusst habe, ich bin beim Skifahren einen Unfall hatte. Dann war die Mutter mal dabei gewesen. Und dann habe ich die Mutter gefragt, was sie war, was passiert ist. Und dann hat sie gesagt, dass sie auf dem Kühlboot, also bei uns hier am Berg, hat sie es gesehen. Und ich habe dann gemeint, es war auf dem Kühlboot das Rennen. Und ich habe eine Woche lang jeden Tag überlegt, wieso ist am Kühlboot ein Weltcuprennen? Aber sie hat es am Kühlboot am Fernsehen gesehen. Das habe ich irgendwie entweder nicht gehört oder einfach nicht realisiert. Aber da muss ich ja sagen, ich habe die ganze Zeit wahnsinniges Pflegepersonal bewundert, wie sie, weil sie eben, die werden verrückt, weil man einem nicht versteht, wie sie ihre Ruhe nicht verlieren. Jean-François hat sogar die Physiotherapeutin geschlagen und so weiter, weil er hat nicht mehr mögen und hat nicht mehr wollen und so weiter. Und Pflegepersonal in einer Ruhe. Ich habe sehr viel gelernt, auch von mir selber, muss ich sagen, von dem Pflegepersonal. Ein Chapeau. Es ist, glaube ich, schon so, dass die Personen, die ihn betreuen, dass die extrem viel Geduld braucht. Ja. Ja. Mhm. Thomas Scherer, Sie haben uns Videomaterial mitgebracht, von ganz am Anfang, wo man genau das Personal sieht, wie sie gepflegt werden und wie das aussieht, ganz am Anfang. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Was machen Sie da genau? Dort sind zwei Physiotherapeutinnen beschäftigt damit, mich vom Bett in den Rollstuhl über zu versetzen. Und man sieht, dass das Projekt hat etwa 20 Minuten gedauert, bis sie da alles richtig vorbereitet haben und physiologisch richtig gemacht haben mit mir. Und ich finde das einfach wahnsinnig, wenn man das sieht, was da alles muss gemacht werden, damit das da richtig wird. Sieht es aus, als wären Sie noch im Koma? Also ich bin dort sicher, ich bin im Koma dort. Ich weiss von nichts von dem. Und da bin ich etwas mehr aktiv, aber man sieht auch, ich habe von nichts eine Ahnung. Und das ist ein Ergotherapeut, der jetzt das Affolterkonzept macht mit mir, wo er mir zeigt, wie man ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel eine CD aus einem Adby rausnehmen und in einen CD-Player rein tun. Er tut mich führen auf eine so eine einfache Handlung, damit ich das selber wieder kann nachvollziehen und machen später. Aber das ist von mir aus selber ist das noch nicht möglich gewesen. Tätige, einfache Handlungen.
Also die Bilder habe ich genau gleich von meinem Sohn. Nur wenn sie sagen, hat mir der Port, wir haben eigentlich so müssen lachen. Jean-François war noch in dem halben Wachkoma und eben, wir haben verschiedene Sachen gemacht und wir haben ihm eigentlich einen Kugelschreiber in der Hand gegeben und er war total weg. Den Kugelschreiber so gehabt und plötzlich hat er gedruckt. Also irgendwie vom Unterbewusstsein ist ein Mechanismus trotzdem da gewesen. Also wir haben ganz lustige Momente in diesen traurigen Phasen miterlebt. Aber das sind dann Sachen, die einem haben auf die ganze Zeit. Aber es ist ja so, dass man eigentlich alles wieder muss lernen. Also die Art, wie, also im schnellen Prozedere, die ganze Kindheit, Pubertät auch, also wie du vorhin erzählt hast, Pubertät und dann nachher einfach auch Erwachsenwerden. Wie geht man mit dem Umfeld um? Also das ist bei mir auf jeden Fall, das habe ich gut lernen. Also es ist nicht, je nachdem nicht nur das Physische, das man neu muss lernen, sondern auch das Sozialverhalten. Auf jeden Fall. Alles, was gestört ist. Ja. Bewegung, Sprache, Denken und alles, was dazugehört. Und Lernen ist genau das richtige Stichwort, weil das wissen wir eigentlich erst seit gar nicht so allzu langer Zeit, dass das Gehirn da sehr viel lernt in dieser Erholungsphase. Und dass es eigentlich das Lernen ist, was uns die Erholung verschafft. Und kann das Hirn oder können die neuen Hirnregionen auch Funktionen von anderen Regionen effektiv übernehmen? Genau, die lernen das zu kompensieren. Da wachsen teilweise neue Verbindungen aus, das kann man auch sehen. Sei es jetzt mit Messungen am Menschen, sei es jetzt im Tiermodell, kann man ganz klar sehen, dass da neue Verbindungen entstehen. Und die muss man erst mal zum Wachsen anregen. Und dafür braucht es viel Arbeit und viel Training. Wenn ich auch sonst was lerne. Und jetzt die Affoltermethode, die wir gesehen haben, also dass der Therapeut einem hilft, die CD zu packen, triggert das wie eine Erinnerung? Oder wie funktioniert denn das? Das weiß man nicht genau. Also, aber es funktioniert. Es funktioniert, ja. Was man weiß, ist, dass wenn man wiederholt viele Bewegungen macht, so wie sie lernen, ein Klavierstück zu spielen, dass das zu Veränderungen im Gehirn führt, die dann auch ähnlich sind wie die Veränderungen, die bei der Erholung auftreten. Deshalb geht man davon aus, dass man solche wiederholten Bewegungen machen muss, sei es jetzt ganz einfache, sei es komplexe, wie die CD rausholen. Und dieses aktive Training führt dann dazu, dass sie das wieder erlernen. Das kann sein, dass sie es dann mit einer anderen Hirnregion machen müssen. Was haben Sie eigentlich am Anfang können und nicht können? Ja, am Anfang ist halt schon fast wirklich ziemlich bei Null an. Also auch reden? Und ich glaube, beim Reden ganz am Anfang hat man noch keine Kraft, um überhaupt zu reden. Wenn man nicht reden kann, dann zeigt man alles falsch. Ganz am Anfang hast du noch gar keine Kraft. Du kannst nicht allein am Tisch hocken. Also dich müssen herbinden, dass du nicht umfliegst. Und dann kannst du 10 Minuten sitzen bleiben und dann musst du wieder ins Bett gehen, 3 Stunden schlafen, weil du so müde bist. Und das Gleiche ist eben auch, weil dir Kraft fehlt für alles. Mit dem Essen schaffst du es nicht, das Gäbeli bis zum Mund aufzunehmen. Also musst du Hilfe haben. Und so musst du alles Schritt für Schritt neu machen, bis du mal das erste Mal ein Highlight hast, also ein Stockwerk mit der Treppe rauf kannst laufen. Und da oben bist du fix und fertig. Und dann musst du es einfach Schritt für Schritt machen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwo Sportler geblieben bin. Und mir einfach immer ein neues Ziel gesetzt habe. Relativ früh gesehen, ich will wieder Skirennfahrer werden. Ja, aber das tut auch von mir aus gesehen, beinhaltet das auch gewisse Gefahren. Ich habe auch mir tätige Ziele gesetzt und habe gedacht, ich fahre wieder Spikemasters ein. Die Idee habe ich jetzt mittlerweile auch auf die Seite gelegt. Aber ich wollte dann auch Skifahren wieder und habe gedacht, ich kann das ja sowieso noch gleich gut, wie ich das eigentlich konnte. Es hat dann aber auch einen Sturz mit einem weiteren Helikopterflug zur Konsequenz gehabt. Und das ist dann halt das Risiko, das man eingeht, wenn man sich selber halt fordert. Ja, das ist natürlich schwierig, fordert. Weil du kannst dich nur erinnern an die Zeit vor dem Unfall. Und dann weißt du, wo deine Grenzen waren.
Und die Grenzen haben sich jetzt relativ stark verschoben. Und du weißt ja nicht, wo die sind. Also es ist noch schwierig zu messen, wo ist jetzt wirklich. Genau, die musst du wieder suchen. Ja, die merkst du erst, wenn sie überschritten hast. Ja. Ist es nur das Nicht-Wissen oder ist es auch, dass man selber zu viel will? Dass man das Gefühl hat, ich muss wieder der gleiche sein wie vorher? Also es ist unterschiedlich, denke ich. Das Problem ist sehr oft, eigentlich ist es gut, wenn man weiß, was man vorher nicht war, weil es einem motiviert. Ja. Es ist frustrierend, wenn man es eben nicht machen kann. Was sehr oft passiert, ist, dass nach einem Schädelhirntrauma man sich überschätzt und man es nicht realisiert. Und dann kommt man eben in so gewisse Gefahren. Und das ist etwas, wo wir auch müssen lernen, immer ein bisschen bremsen, motivieren, Antrieb machen und doch aber wieder gleich bremsen. Das sind wirklich die zwei Sachen, die ich sehr schwierig als Balance gefunden habe. Aber wie gesagt, es ist unterschiedlich. Ich meine, zum Teil hat man sich überschätzt, aber in anderen Sachen hat man wie eine Art noch mehr Respekt als jetzt vorher, weil man halt auch ein bisschen Angst hat durch ein Versagen oder so. Also es ist ein bisschen, bei mir jetzt, ich jetzt nicht vor, aber bei mir ist es immer ein bisschen so. Es kann die Motivation nehmen, wenn man immer das Ziel vor Augen hat und irgendwann das Gefühl hat, man erreicht es nie. Aber es hat noch einen anderen Aspekt. Wenn jemand Leistungssportler ist, wie Sie das waren, oder professioneller Klavierspieler, dann lernt er leichter. Es könnte sein, das weiß man zwar noch nicht genau, aber es könnte sein, dass sie sich besser erholen als jemand anders, der kein Leistungssportler ist. Weil man körperlich fitter ist? Weil man körperlich fitter ist, aber weil das Gehirn auch, gerade was jetzt Bewegungen angeht, bei Ihnen sozusagen gewohnt ist, Bewegungen zu optimieren und zu erlernen. Es ist aber so, als ich im Spital noch war und gewusst habe, ich bin Sportler, dann war der erste Gedanke, ich musste dann sagen, okay, was habe ich früher machen müssen? Und dann ist mir der Liegestütz in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann irgendwie 50, 60 Liegestütze mögen, das probiere ich jetzt. Mhm. Und dann ist eben der Moment, wenn ich mich nicht einschätzen konnte. Dann hat man halt dann beim ersten Mal auf die Nase runter, weil ich keinen einzigen mögen. Aber dann ist eben dann der Sportler rausgekommen, der gesagt hat, morgen schaffst du eine Liegestütze. Und dann hat man gewusst, die Grenze ist jetzt bei 1. Und also so machst du am Anfang halt zuerst immer den Fehler und siehst, es geht noch nicht. Und dann weißt du, aber musst du langsam wieder herentasten. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich einfach immer am Morgen geschaut habe, okay, was will ich verbessern heute, analysiert, wie die Situation ist und das nachher einfach immer probiert zu verbessern. Stichwort Motivation. Je nachdem kann es einem ja auch eine Hirnregion bereichen, die einem den Antrieb nimmt, oder? Ja, das ist bei vielen, je nachdem, eben, wo die Verletzung ist. Und da ist wieder, wie ich sage, das Umfeld sehr wichtig, weil man muss den Antrieb einfach schenken, man muss streng sein, kein Mitleid haben. Das müssen Sie mir ein bisschen erzählen. Also ich stelle mir das schambar schwierig vor als Mama. Hören Sie, ich war eine Rabenmutter während am Tag und am Abend im Bett habe ich gebrüllt. Also das ist ganz klar. Aber das hat mir damals die Chefärztin, Frau Dr. Heck, ich weiß nicht vom Zielschlag, sie ist jetzt nicht mehr dort, mir gesagt hat, wir hätten gekommen und hat gesagt, lassen Sie, Frau Gerda, Sie haben ja 3 Kinder, haben Sie es einfach in der Pubertät? Und ich gesagt, ja, also das möchte ich nicht noch einmal mitmachen. Und ich gesagt, ja, wenn Sie dann nicht genug streng sind, dann müssen Sie aber jetzt streng sein. Und ich habe auch ein Buch bekommen über Sänger Questhoff, wo er gesagt hat, ich bin noch heute dankbar meiner Mutter, dass sie nie mit mir Mitleid hatte. Deshalb bin ich zu dem gekommen. Und das hat mir ziemlich eingeprägt. Der Jean-François hat mir angebrüllt. Der Jean-François hat mich nicht mehr gern gehabt und so weiter. Er hat effektiv nicht mehr mögen. Aber wenn man sich loslässt, dann geht man nicht weiter. Und da waren wir und ich bin froh, dass wir es machen konnten. Wir hatten viele Freunde, die einem auch gehabt haben, die einem auch Hoffnung gegeben haben. Ich möchte es aber nicht noch einmal machen. Also ich muss sagen, im Nachhinein bin ich auch dankbar, aber im Moment, oi, 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 oi. Also Sie waren eigentlich noch einmal Kind gewesen, ja. Dann, an dem Punkt. Kind und Pubertät. Gibt es Beispiele? Was haben Sie erlebt mit dem? Oh.
Einiges. Einiges. Vieles. Also, man ist jetzt in einer grossen Koop. Jean-François hat einen Kaugummi im Maul. Zack, er spuckt das raus, mit im Laden. Jean-François, er ist 24 oder schon 25 Jahre alt. Und ein sehr grosser. Sag ich, man kann nicht einfach die Kaugummi am Boden abspucken. Ja, warum nicht? Und ich sag, das macht man nicht. Ja, was sagst du mir, Sachen? Und in einer Lautstärke, alle Leute im Laden, sie anschauen sie an. Sie haben einen grossen Mann, der ja, schon dann ein bisschen gut aussieht und so weiter. Und dann alle denken, also wenn ich die wäre, würde ich einem im Eins einfach um die Ohren schlagen. Das können sie nicht, weil sie wissen, es wird dann immer schlimmer. Es sind also wirklich Momente, wo ich hätte am liebsten wollen, unter dem Boden kriechen. Aber schon auch haben... in der Öffentlichkeit. Ja, ja, in der Öffentlichkeit. Und das war auch das Problem, dass die Freunde dann nicht mehr mit einem ausgehen wollen. Weil es ist schwierig, so Situationen. Auch die Schwestern sind immer zu zweit mit dem Jean-François aus dem Haus gegangen. Also vielleicht hat man auch ein bisschen Schiss, wenn er aggressiv wird oder so. Ja, man hat Schiss und man schämt sich und so weiter. Und das muss ich schon sagen, es sind viele Leute, die... Ich bin sehr vorsichtig jetzt geworden, wenn jemand so ein komisches Verhalten hat auf der Straße und so weiter. Früher hätte ich auch gedacht, ja, was Frecher oder Egoist oder irgendetwas. Jetzt denke ich ganz anders, denke ich immer, hat er vielleicht ein Problem gehabt und so weiter. Man wird sehr grosszügig. Oder man ist in einem Restaurant, ganz am Anfang, das erste Mal, als wir mit dem Jean-François im Restaurant, muss sich ganz konzentrieren, dass er überhaupt den Löffel am Mund bringt und so weiter. Ein bisschen weiter hat eine Familie mit zwei Kindern schauen ihn an und fängt an zu lachen und giggeln und so weiter. Und mit Jean-François geht weiter, denke ich, na ja, man weiß manchmal nicht, was hinter einem steht. Was haben Sie in solchen Situationen gemacht? Also jetzt sind zu dieser Familie in dem Restaurant, ich bin aufgestanden und dann bin ich schnell dort angesessen und habe gesagt, sie haben tolle zwei Kinder. Mein Sohn wollte jetzt so eine junge Dame zu Hilfe holen, dass sie die soziale Ader ist ihm jetzt nicht entgegengekommen, ist zusammengeschlagen worden. Sie hätten den Herr gesehen, der Vater, der ist rot geworden wie nichts. Und ich glaube, für die ist auch ein Fenster aufgegangen. Obacht, oder? Und das möchte ich auch weitergeben. Manchmal muss man auch grosszügig und nicht immer denken, der andere will mir seinen Platz nicht geben. Vielleicht realisiert er das auch nicht. Jean-François im Zug hat jeweils seine Tasche hier auf der Seite, der Zug ist voll. Er wäre nicht auf die Idee gekommen, die Tasche wegzunehmen. Man hat ihn angebrüllt, oder? Mögen Sie sich auch an solche Situationen erinnern? Leider ja. Nein, klar, also vorzu jetzt nicht an alles, aber an gewisse Sachen. Zum Beispiel kann ich mich auch erinnern, im Schwimmbad bin ich am Schwimmen gewesen und dann nachher auch mit dem Kopf unter Wasser und dann habe ich relativ laut geschnauft, weil das halt, ich habe eben, und dann haben mich dann die Leute komisch angeschaut, weil ich halt dann so, und so einfach laut geschnauft. Und ich meine, ich musste das auch zuerst lernen, wie macht man was. Das habe ich jetzt noch in Erinnerung. Zum Beispiel. Situationen in der Öffentlichkeit? Das ist eben so, eigentlich, du fährst an bei null. Und du tust alles wie neu erlernen. Aber wenn du ein kleines Kind bist und du so Sachen machst, dann finden das alle lustig. Ja. Aber wenn du ein erwachsener Mann bist und so Sachen machst und in der gleichen Situation bist, dann schauen dich alle komisch an. Haben Sie auch so ähnliche Sachen erlebt? Es ist am Anfang wirklich so, dass das einfach. Du machst es wie zum ersten Mal und du hast noch keine Erfahrung dazu. Und wenn du es aber falsch machst, du siehst genau in deinem... Und dann, wo neben dir steht, siehst du genau, ob es richtig gemacht ist oder falsch gemacht ist. Und wenn du jetzt einen Unfall hast und der das jetzt bei mir, haben das die meisten ja gewusst. Und dann habe ich genau gesehen, oh, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und durch das ist mir ein bisschen entgegengekommen, dass mich alle kennt haben. Und dann habe ich immer gemerkt, wenn ich etwas Blödes mache. Und so habe ich mich selber ein bisschen daran wieder lernen, wie man es richtig macht. Was bedeutet das für eine Beziehung? Also ich denke mir, das ist wahrscheinlich eine ziemliche Belastungsprobe, oder? Das ist extrem schwierig. Also jetzt in unserer Situation ist es noch dazu gekommen, dass wir in die Schweiz gezogen sind. Meine Frau ist Norwegerin und sie hat dort hier in der Schweiz kein Umfeld gehabt. Und sie hat
alle ihre Kräfte einfach auf mich verwendet und hat gar keinen Rückhalt bekommen von extern, außer gerade von meiner Familie, aber das war eine sehr harte Zeit. Also, ihre Frau muss eine Heilige sein, ich kann es nicht anders sagen. Hat es Momente gegeben, wo es gekriselt hat? Dann auch? Wo man ans Ende der Kräfte kommt? Nein, sie hat, also so wie ich kann das ja nicht beurteilen, aber sie hat mir immer gesagt, dass sie hätte daran geglaubt, dass es eben wieder einen Weg wird geben. Und an dem hat sie sich immer festgehalten. Und das streng sein, ist das bei Ihnen Ihre Frau gewesen, die das hätte müssen sein? Streng sein und Sachen nicht durchlassen oder ich weiß nicht, vielleicht auch bei körperlicher Rehabilitation Sachen eben nicht durch den Land sagen, mal, Thomas, du musst jetzt. Nein, das habe ich nicht erlebt, dass jemand streng, außer Therapeutinnen sind zum Teil mit der Peitsche hinter mir und haben mich angespornt. Aber ich habe immer gesagt, ich bin auch eine sportliche Natur, ich will gefordert werden. Und ich habe einmal mit einer Therapeutin, die hat mich immer gefragt, hast du Muskelkater nach der letzten Sitzung? Und dann habe ich gesagt, wenn du mir Muskelkater machen willst, dann musst du früher aufstehen. Wenn du es schaffst, lade ich dich zum Nacht ein. Und hat sie es geschafft. Und dass ich wirklich gespürt habe, dass ich es geschafft habe. Aber da hat er wahrscheinlich Vorteile für so ein Trainingscamp, so ein intensives mit der Peitsche, weil er das gewohnt ist. Bei mir war es eher ein umgekehrtes Problem. Ich wollte wissen, was ist nicht gut und wo muss ich mich verbessern. Und irgendwie dann das Paar im Insel, Mana Seiler, die mir das nicht direkt gesehen, was nicht gut ist. Und das, ich glaube, in der Schweiz sollte man das, oder sollte man das nicht sagen, einem Patienten, wenn etwas nicht gut funktioniert. Wir sagen grundsätzlich nicht, wenn was nicht gut funktioniert, sondern nur was gut funktioniert, weil das positiv baut immer mehr auf. Weil ich bin dann da gewesen, ich wollte wissen, was ist gut oder was muss noch besser werden. Und mir wollte es nicht sagen und das hat mich so genervt. Und ich bin dann so hässig geworden und bin dann eben ins Zimmer rein und einfach und dann der Frau gesagt, ich muss hier weg, die bremsen mich, die wird mich nicht weiterbringen. Und dann musste die Frau mit den Ärzten reden und ihnen sagen, dass ich eben der Sportler bin, dass ich ja, ich bin es gewohnt, dass mir der Trainer 50 Mal am Tag sagt, was besser muss werden. Und ich wollte das hören. Aber reden wir doch von Motivation. Woher holt man sie und wie macht man das? Wie macht man das auch in der Therapie? Ja, das macht man eigentlich primär mal durch den Kontakt zum Therapeuten. Also der Therapeut muss einen guten Draht haben zum Patienten und er muss die Motivation auch vermitteln können, weil der ist unmittelbar dran. Ansonsten kann man das nur unterstützen, indem man eben positive Rückmeldungen gibt. Wir beleuchten das in Forschungsprojekten. Wir geben also wirklich auch Belohnungen, wenn sie gute Bewegung gemacht haben. Also Geld auch unter Umständen, virtuelles Geld oder auch echtes Geld im Rahmen von Studien. Einfach als zusätzliche Belohnung, damit es einen zusätzlichen Ansporn gibt. Aber die Belohnung sagt Ihnen auch, wenn Sie was schlecht gemacht haben oder nicht so optimal gemacht haben, dann bleibt die Belohnung aus. Da haben Sie also schon die Information, ob Sie das jetzt richtig gemacht haben oder falsch. Dann haben Sie aber noch zusätzlich die positive Rückmeldung und das positive Gefühl, das Glücksgefühl danach. Und das schafft dann die Motivation. Und noch ein wichtiger Punkt, das Umfeld muss natürlich stimmen. Das ist einmal das Familiäre, aber es muss auch, man muss sich wohlfühlen. Ja, ich finde, das ist extrem wichtig, mit Motivation stärken, weil ich kann mich noch gut erinnern, weil manchmal habe ich ein bisschen freches Wohl gehabt, oder bei der Physiotherapeutin oder Logopädin und so weiter, habe ich gefunden, hey, jetzt ist ein genug langsam, oder was soll ich da immer und so. Was. So und dann nachher bin ich manchmal wirklich sehr frech geworden. Und dann haben sie mir gesagt, zum Teil, so nicht. Du kannst gerade rausgehen. Und dann nachher bin ich dann rausgegangen, oder? Dann habe ich gefunden, hey, ja. Dann bin ich dann draußen angesessen. Und dann habe ich mich nachher den Gedanken gemacht, also ich meine, ich kann jetzt heimgehen, dann ist alles rosig. Oder ich gehe nochmal rein, nehme Motivation, gehe nochmal rein und tue weiter an mir arbeiten, oder? Was macht mehr Sinn? Und dann bin ich wieder retour gegangen
gesagt, Entschuldigung wegen vorher und so. Und dann, ja. Dann ist es weitergegangen. Weißt du, da stelle ich mir schon die Frage, wieso habe ich denn so eine grosse Motivation gehabt? Weil ich war einer der, der es wollte. Und ich habe fast Mühe gehabt, um mein Umfeld zu motivieren, dass ich es machen darf. Weil sie die Motivation gewohnt waren von vorher. Sie hatten ja schon eine unglaubliche Motivation, überhaupt so gut Skifahren zu lernen. Und Bart, das heißt vielleicht auch, weil die Verletzung gegebenenfalls an einem anderen Ort im Gehirn nicht. Also man hat noch nicht den Ort gefunden im Gehirn, der jetzt die Motivation, für die Motivation macht oder dann auslöscht, wenn er geschädigt ist. Man sieht bei vielen Patienten eine leichte Depression oder auch eine schwere Depression. Und die Depression nimmt dann letztendlich die Motivation. Und diese Depression tritt bei ganz unterschiedlichen Hirnverletzungen auf. Da gibt es keinen Ort, der jetzt für die Depression verantwortlich ist. Ja, aber jetzt depressiv war der André zum Beispiel. Jean-François. André. Mein Mann. Entschuldigung. Sie wechseln ab und zu. Aber ich fühle mich geehrt. Ja, es war. Fälle. Siehst du, ich bin 42 Jahre verheiratet und trotzdem noch verliebt. Also, jetzt habe ich aber jetzt den Vater verloren. Voilà. Was bin ich am erzählen? Vom Jean-François. Depression, ja, genau. Das muss ich sagen, davor redet man sehr viel, dass Patienten eben depressiv werden, weil sie dann nicht mehr alles machen können wie vorher, dass es langsam geht und so weiter. Wir haben jetzt mit ihm das Glück gehabt, dass es nie war. Ist. Und für das bin ich wahnsinnig dankbar, weil man schafft dann auch natürlich viel einfacher mit jemandem, der positives Denken hat. Wobei die Depression muss gar nicht so ausgestaltet sein, dass man wirklich nur negativ denkt, merkt, sondern es kann einfach auch nur reduzierter Antrieb, reduzierte Motivation Zeichen von der Depression sein. Und dann helfen meist Medikamente, die diese, also Antidepressiva, die dann mehr Antrieb verschaffen. Und dann gibt es ja aber auch typische Motivationskiller. Thomas Scherer, Sie haben so einen erlebt, wo Sie in der Reha noch mit Zeit müssen schauen, was sie jetzt alles können. Ja. Erzählen Sie. Ja, nach 10 Jahren haben wir abklären, ob sie jetzt noch irgendwelche berufliche Möglichkeiten könnte geben für mich. Und haben mich eine Woche lang wieder intensiv getestet. Und dann ist das Testresultat bekannt worden. Und jetzt ist das eigentlich mein berufliches Todesurteil gsi, oder? Sie haben gesagt, das ist leider, wird leider nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich ein Killer, oder? Das ist klar. Und dann ist mir einfach sehr dankbar, dass man dann andere Sachen hat, wo man sieht, wo man gebraucht wird. Und das sind meine 4 Kinder, oder? Wo mir neue Herausforderungen geben. Und dann ist halt das dann mein Beruf. Das ist ein schöner Beruf, das kann ich als Mutter sagen. Und ist ein harter Beruf. Also vier Buben aufziehen, stelle mir das nicht einfach vor. Aber trotzdem, der Grund, warum dass Sie haben müssen schauen, kann ich jetzt zurück in die Arbeitswelt oder nicht, hat ja letztlich damit zu tun gehabt, welche Versicherung zahlt oder nicht. Und Versicherungen sind gerade in so einem Zusammenhang ein wichtiger Faktor bzw. einer, der einen zusätzlich belastet, oder? Ja, also am Anfang, obwohl wir jetzt als Mediziner gewöhnt sind an Versicherungen und so, wenn in dem Moment Versicherungsprobleme kommen, jetzt 3 Tage nach dem Unfall, der Jean-François im tiefen, tiefen Koma, man tut anrufen, Krankenkasse, Rechnung bekommen für die Ambulanz vom Barfüsserplatz bis zum Kantonsspital sind es 2 Minuten, 800 Franken. Wir müssen das zahlen. Und ich sagte, mein Sohn ist im Koma. Ich kann das nicht zahlen. Ja, das ist uns total gleich. Oder? Und dann muss ich sagen, in dem Moment habe ich so die Nerven verloren, dass ich gewusst habe,
ich habe ein Problem. Und dann haben wir einen Anwalt genommen, der uns die Arbeit genommen hat. Aber es ist effektiv ein Problem, indem ich jetzt noch andere Fälle kennengelernt habe. Wenn man schon in einem Beruf ist, meistens tut man arbeiten, dann ist man SUVA oder unfallversichert. Die Versicherungen sind natürlich sehr interessiert, dass man eine gute Rehabilitation hat, dass man sonst vielleicht dann wieder arbeiten kann oder irgendetwas machen. Bei Jugendlichen, die noch keinen Beruf haben, die nur unfallversichert sind bei der Krankenkasse, das kann ein ganz grosses Problem sein, weil die Krankenkasse an für sich, das wissen sie sicher auch, die Probleme. Die sind für medizinische Versorgung, bis man okay ist, für Rehabilitation, die nach einem manchmal über Jahre gehen kann und wo so wichtig ist, dort hat man zu kämpfen. Wir sind froh, dass Jean-François ein Werkstudent war, hat Gott sei Dank mehr als 30% geschafft neben dem Studium. Ist super versichert gsi, dann haben wir diese Probleme nicht gehabt. Aber wir kennen andere, die diese Probleme hatten. Und da muss ich sagen, könnte die Schweiz für die Jungen vor allem, es hat immer mehr von diesen Gewalttaten und so weiter, für die Jungen das ein bisschen noch besser organisieren. Weil auch IV-mässig, die jungen Leute, wenn sie vorher nichts verdienen können, wenn sie auch nicht einen Beruf erlernen können, dann werden sie immer in der untersten Klasse bleiben. Das finde ich nicht ganz gerecht, Junge gegenüber. Also ich kenne jemanden, der jung war beim Vorfall. Er war noch in der Schule, 16, um das herum. Er bekommt erst 100% IV. Aber er bekommt jetzt monatlich bekommt er jetzt, 1300 um das herum. Wie will man von dem leben? Er hat Glück, dass er eine Mutter hat, die das Nötigste für ihn sorgen kann. Aber ich meine, sonst finde ich das, ja. Ich würde das gar nicht nur auf die Jungen beziehen. Das Problem haben auch die Älteren. Ich meine, die ganzen Schlaganfallpatienten haben auch natürlich, viele davon sind nicht mehr jetzt im Beruf. Aber da geht es dann darum, ob sie ins Heim gehen müssen oder wieder nach Hause. Und da ist natürlich auch die Rehabilitation wichtig und spart letztendlich Kosten. Ja, aber also, eben, wenn man das so hört, das ist das Letzte, was man braucht, mit Versicherung, die auch noch blöd tut. Kann man denn Verständnis haben für das? Sicherlich, Versicherung muss auch wirtschaften. Ich meine, das Problem ist so, Akutmedizin schafft die Krankheit aus der Welt. Wenn aber eine Behinderung bleibt, dann kann die Rehabilitation häufig nicht die Behinderung völlig aus der Welt schaffen, sondern sie kann sie nur annähern. Und da ist dann die Frage natürlich, wann hört man auf? Und diesen Zeitpunkt, den kann man eigentlich nicht messen, bestimmen objektiv. Da kann man nur auf die Meinung vom Patient und von Arzt und von allen Beteiligten hören. Und da ist ein schmaler Grat, dann den richtigen Zeitpunkt zu finden. Unendlich zu bezahlen geht nicht. Das kann die Gesellschaft auch nicht leisten. Aber können die Ärzte das überhaupt einschätzen? Die sind ja nur punktuell um den Patienten. Wahrscheinlich ist das für jeden Arzt sehr schwierig. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das sieht man sicher mit Ihnen, wie auch mit Jean-François, man macht immer wieder Fortschritt. Ja. Also ich merke auch jetzt noch. Es gibt aber natürlich schon eine Regel, die man da aufstellen kann. Ein Jahr und nachher geht es nicht mehr vorwärts. Nein, das würde man nicht. Ja, der Mythos ist sogar bei 6 Monaten und danach geht nichts mehr. Aber der ist wirklich großer Mythos, das wissen wir alle. Aber der Punkt ist, man muss eine Schwelle erreichen, dass man sich zu Hause selbst weiter trainieren kann. Und der Alltag ist das beste Training. Also wenn man alltagsfähig ist oder arbeitsfähig, dann, wenn man in die Arbeit geht, dann trainiert man sich automatisch weiter. Und dann kann man die Rehabilitation zurückfahren oder die Therapie zurückfahren. Aber den Zeitpunkt zu finden, das ist häufig schwierig. Also bei mir ist es so, dass ich nach der stationären Reha von einem halben Jahr dann nachher überlegt haben, ambulante Therapie. Und eigentlich hat man dann gesagt, ja, nein, das macht eigentlich nicht mehr sehr viel Sinn. Wir denken, da ist nicht mehr viel, also nicht mehr rauszuholen, oder? Dann hat meine Mutter revoltiert, hat gesagt, nein, hören Sie mir zu. Und dann nachher
bin ich dann eigentlich dann 2,5 Jahre ambulante Therapie gehabt. Und am Schluss hat mir meiner Mutter gesagt, also Respekt. Ja, sogar für die Ärzte und die Therapeuten, muss ich sagen. Aber wenn man eben zu schnell aufhört, wissen Sie, die Belastung für die Angehörigen. Ja, und auch für den Patienten. Man fällt dann wieder zurück. Man fällt zurück. Und dann bleibt man im Stuhl sitzen vor dem Fernseher, macht nichts mehr und dann geht es bergab. Genau. Und das ist eben, wo eine Ehefrau, Familie, Freunde so wichtig sind. Es ist bei mir dann eben relativ früh gekommen, als ich entlassen wurde vom Spital, als halbwegs normal, habe ich einfach gesagt, ich will wieder Skirennfahrer werden. Und es war mir eigentlich nur verboten, in die Technik zu gehen, weil wir Kopfschmerzen selten kriegen. Ich habe aber gleich das Gefühl, wenn ich Kopfschmerzen kriege, gehe ich wieder in Brie, aber das will ich selber wissen, ob es so ist. Und so habe ich mich immer gefordert und immer einfach durch das, dass ich wieder Skifahrer werden wollte, hatte ich eine Aufgabe gehabt. Und das war eigentlich meine Therapie gewesen. Es hat ja auch einen Doc-Film über Sie, Dani Albrecht. Der heisst «Der lange Weg zurück», also wo man Sie begleitet hat dabei, wie Sie wieder an die Spitze zurückwollen. Es hat dort einen Ausschnitt drin, wie Sie ungefähr, ich glaube, etwa 8 Monate nach dem Unfall wieder die Pisten abkommen. Das schauen wir uns kurz an. Das ist noch sehr langsam. Ist das langsam? Ja, es ist... Nein, aber nicht für uns. Ja. Ja, es geht also von den Positionen, die einzelnen Bilder, nicht so schlecht aus. Aber du siehst schon, dass die Bewegung langsam ist. Und dass wenn etwas passiert, dass es lang geht, bis man darauf reagiert. Aber es ist wahnsinnig, oder? Mir als Laie. Ich habe das Gefühl, wow, ich würde wahrscheinlich nicht mehr trauen, den Hogan runterzufahren. Ja, für mich ist es eben, ich sehe es und denke jetzt, das Bild würde nicht so schlecht aussehen, aber sehr lahm. Sehr lahm. Gut, das war jetzt 8 Monate nachher. Sie hätten Wellen an die Spitze zurück. Zu der Zeit, als der Doc-Film gelaufen ist, haben Sie diesen Traum noch gehabt. Warum haben Sie ihn aufgegeben? Es ist schon, der Traum hatte ich relativ lang. Ich bin heute noch überzeugt, es wäre euch gegangen. Nur ist halt das Problem, als Spitzensportler, als Skirennfahrer, du kriegst halt nicht die Zeit, die du brauchst. Und umso länger es geht, umso weiter wirst du zurückgeworfen, umso mehr Probleme kriegst du im ganzen Umfeld. Warum bekommt man die Zeit nicht? Können Sie die Zusammenhänge erklären? Ja, es ist jetzt, wenn du als Skifahrer einen Unfall hast, wenn du das Kreuzband reissest, wenn du das Bein brichst, dann bist du ein Jahr lang geschützt und du bleibst in der Position, nicht wo du bist. Aber nach dem Jahr geht es von Rennen zu Rennen zurück. Und wenn du nachher weißt, okay, ich brauche jetzt 2-3 Jahre sicher, ja, wie machst du das jetzt? Du bist nur 1 Jahr geschützt und dann musst du nachher das machen, dass vielleicht noch 1 Jahr länger das kannst probieren. Und dann wirst du schon. Also, weil die Sponsoren weggehen, oder? Nein, es ist auf der einen Seite von der Startnummer, von der Startposition, die man hat. Weil wenn man weggeht mit dem Startnummer 60, wird es sehr, sehr schwierig. Und dann ist nachher auch, wenn man vom Kader natürlich zurückgestuft wird. Dann musst du nachher mit den Sponsoren diskutieren, dann musst du mit den Ausrüstern diskutieren. Und das gibt eben. Das kostet dir, gerade als wenn du Schädel-Hirntrauma hast, sehr viel Energie, weil du dich mit Sachen auseinandersetzen, die eigentlich nicht die Energie für das hast. Mögen Sie sich ganz konkret an den Moment erinnern, wo Sie gesagt haben, so, jetzt schmeiß ich das Handtuch? Ich habe es relativ lange ausgezögert und einfach gedacht, egal, es geht gleich noch. Ich habe es immer wieder gesagt, wenn mit dem Problem, es geht gleich noch. Bis dann irgendwo, man müsste sagen, oder die Frage müssen stellen, willst du überhaupt noch fahren? Und dann habe ich gemerkt, okay, du fährst gerne Ski, aber du hast nicht mehr die Energie und du hast nicht mehr die Freude, jetzt da 2 Jahre mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten, die eigentlich nie hinter dir gestanden sind. Obwohl, sie sind hinter mir gestanden, sie sind nämlich immer da gewesen, aber ich habe mehr wollen, ich habe schneller wollen. Und das Umfeld hat da gesehen, wie schlimm der Unfall war. Und die waren eher vorsichtig gewesen. Und das hat mich dann genervt, dass die so vorsichtig sind, weil ich ja zurück wollte. Und ja, einem Spitzensportler, der ein Rennen gewinnen will, kannst du nicht sagen, ja, wir probieren es dann mal. Nein, und das ist natürlich schon das Problem. Unsere Welt ist schnell. Das hat man nicht die Zeit, das haben wir auch gemerkt jetzt mit dir, gell? Hat sich innerlich bei Ihnen etwas verändert? Haben Sie zum Beispiel Angst gehabt? Eben, so die Wahnsinnspisten da ab
hinterher? Ich hatte nie Angst. Ich bin das allererste Mal auf die Ski gegangen, bin ich nach dem Spital eine Woche später mich auf die Ski gesehen. Eine Woche nach dem Spital? Und ja, aber Sie haben ja zuerst müssen lernen reden und alles. Das ist schon gegangen. Ja, mit Skifahren habe ich das Gefühl, das kann ich einfach. Wie der Herr Scherer. Aber das ist eben so. Ich habe natürlich gedacht, durch das, dass der Arzt gesagt hat, es wird nicht gehen wegen der Höhe, wegen dem Druck, dass man Kopfschmerzen will kriegen, habe ich dann gemeint, es wird eh nicht gehen. Aber ich hatte die Kopfschmerzen nicht gekriegt. Bei der Zobers auf der Piste hat Ski angekannt. Ich dachte, jetzt fahr schon mal los. Und dachte mir zuerst mal die Frage stellen, wie fährt man Ski? Also, Sie haben keine Lähmungen in dem Fall? Ich hatte Lähmungen und so ist nichts da. Aber es ist schon, als ich oben nachher gestanden bin, ich habe nicht gewusst, wie man jetzt Ski fährt. Aber ich hatte das Gefühl, gut, so steil ist es jetzt nicht. Jetzt fahr schon mal los und schau, was passiert. Reden wir doch in den letzten 4 Stunden darüber, was es heisst, nicht mehr das zu sein, genau, wo man vorher war, nicht mehr das zu können, was man vorher konnte. Ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile. Also, ein Teil kann man vielleicht weniger oder nicht mehr oder weniger, aber andere Teile haben sich dafür optimiert. Konkret, bei Ihnen? Ja, man hat eine andere Ansicht. Man lernt, Sachen viel mehr zu geniessen. Also, ich meine, wenn man das Ganze durchgemacht hat. Oder? Meine, früher ist man vielleicht eh noch ein bisschen schaffen, zack, 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 das und das und so. Und heute genieße ich viel mehr kleinere Sachen, weil... Ja. Du siehst erst, was es wartet. Ja, was Leben überhaupt bedeutet. Oder? Ich wäre vielleicht fast nicht mehr da. Oder? Und man weiss es viel mehr zu genießen. Was halt Schwierigkeiten hat man, dass man vielleicht schneller ermüdet? Das ist, ich denke, das ist... Bei Ihnen zwei auch so. Und dass man einfach gewisse Schwächen hat man schon. Das und dann nachher eben zurück in die Arbeitswelt gehen. Zurück in die Arbeitswelt. Weil heutzutage wird bei der Arbeitswelt eine Arbeitsleistung von 130-140% verlangt. Oder? Ich meine, also je nach Berufsrichtung. Und ich meine, wenn man dort eben unter 100% Arbeitsleistung aufweisen kann, dann hat man gewisse Komplikationen oder hat man ein bisschen Mühe, etwas... Was haben Sie nicht? Ja. Was haben Sie da erlebt mit potenziellen Arbeitgebern? Was hat man gesagt? Ja, unterschiedlich. Also, nachdem ich mich beworben habe, meinen Sie, oder? Und wenn du probiert hast, jetzt auch bei der Küche, bist du wahnsinnig lieb, wir haben dich wahnsinnig gern, aber nicht schnell genug. Ja, also, es kommt darauf an. Welche Sachen. Also es hat auch Sachen gehabt, wo ich mich behaupten konnte, wo man gesagt hat, gut, okay, wir schauen, dass du einfach ein bisschen weniger Arbeit bist. Also, es war ganz unterschiedlich. Wie geht es mit dem Frust um, den das geben kann? Also, ich denke, ich kann recht gut damit umgehen. Man muss immer positiv denken und man muss einen gewissen Antrieb haben. Und ich denke, was ich momentan leisten, bin ich selber höchstpersönlich sehr stolz drauf. Es kann sein, dass vielleicht jemand anderes, der nicht Bescheid weiß, was war, vielleicht ein bisschen weniger stolz ist auf mich, denkt, ja, okay. Aber ich selber, also ich bin mächtig stolz auf das. Also vielleicht kann man noch kurz sagen, Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, Sie haben eben die Dreambox, das Gerät entworfen, wo die Bilder an die Decke projektiert. Sie helfen bei der Prosenektude aus und was genau noch? Ja, ich bin dann auch tätig in Grafik und Film, wo ich verschiedene Aufträge entgegennehme, halt als selbsterwerbend, ja. Und ich halte auch noch Vorträge, und zwar über Gewaltprävention, eben wegen meinem Vorfall, wo ich erzähle über mich und auch über Gewaltprävention in Schulklassen. Weil ich finde, man sollte bei relativ jungen ansetzen, nicht erst bei 20-Jährigen, die vielleicht schon ein bisschen gewalttätig oder gewalttätiges Trieb haben, sondern relativ früh in der Primar oder je nachdem sogar im Kindergarten einfach ganz unterschiedlich anfangen, damit es sich nicht einmal in die Ebene bewegt. Ja. Thomas Scherer, bei Ihnen hat es geheissen, 100% IV mit Arbeiten ist nicht mehr. Sie haben eine Zeit lang aber zurück können zu Ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Und das war wichtig. Das war extrem wichtig. Das ist in der Zeit, als ich vom Spital eigentlich zurückgekommen bin. Was soll ich denn machen den ganzen Tag? Keine Arbeit. Und hat mein ehemaliger Arbeitgeber gesagt, du kannst
zu mir kommen. Du kannst in einer Art und Weise therapeutisch mit den Sachen arbeiten, die du früher geschafft hast, zusammen. Also mit. Und das war sehr wichtig für mich. Das habe ich unglaublich geschätzt. Das hat einen Sinn gegeben, plötzlich. Ein Antrieb auch? Ja, sehr. Und das war sehr viel wahr. Darf ich Sie fragen, was können Sie heute nicht mehr? Ich habe Probleme. Es geht gut, wenn ich in routinemässigen Situationen bin. Dann funktioniert es gut. Dann kann ich die Handlungen machen, die verlangt sind. Aber wenn dann plötzlich unbekannte Informationen reinkommen und die Situation eine andere Beurteilung verlangt, dann bin ich im Schilf, dann mache ich die falsche Sache. Und wenn Sie sind jetzt Vater von 4 ganz herzigen Knöpfen. Sie haben ein Foto mitgebracht, vielleicht können wir uns das auch noch schnell anschauen. Das ist Musik, he? Und Sie arbeiten als Hausmann. Sie schauen auch auf Ihre Kinder. Das ist ein Teil Ihrer Aufgabe. Das ist ein Gewaltjob, oder? Ja, das ist eine grosse und eine schöne Aufgabe. Aber auch dort ist es wieder so, dass meine Frau, sie ist eigentlich der Kapitän, der sagt, wo wir durchfahren und wie wir dort durchfahren. Und auf diese Information und auf diese Struktur bin ich angewiesen. Sonst gäbe es Chaos mit diesen 4 Kindern. Jetzt, die Kinder erziehen, die werden grösser. Gewisse Sachen sind schwierig für Sie als Vater. Gibt es da manchmal vielleicht auch Ängste oder ein unangenehmes Gefühl, meine Kinder überholen mich jetzt? Oder was denken die von mir als Vater? Ich glaube, wir reden ja immer über jeden Unfall reden mit den Kindern. Und die wissen bestens Bescheid. Und die bestimmt. Das ist ja kein Problem. Mhm. Das Problem ist einfach, dass sie wissen, dass wenn sie etwas gemacht haben, was sie nicht dürften, dann springen sie davon, weil sie wissen, der Vater mag ja sowieso nicht nachher. Das ist die Herausforderung, die sich manchmal stellt. Gut, das macht man glaub, bei allen Vätern und Müttern, oder? Wenn man weiss, was man wohl bekommt. Da sind ihre Kinder ganz gescheit. Aber gleich noch mal schnell, wenn man davor redet, was man erlebt in so einer Situation, wie man wieder zurück ins Leben kommt und einfach zum Schluss noch, wie denn die Gesellschaft einen auch wahrnimmt und mit einem umgeht. Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wenn man selber weiss, ich war ein anderer und jetzt bin ich der. Wie soll man mit dem umgehen? Also ich habe eine Erinnerung, also als ich jetzt den Fachhochschule Heidelberg angefangen habe, wo wir diskutiert haben, ob ich das anfangen soll, oder? Hat dann der Chef, dem Herrn Mischa Schaub, hat dann gesagt, also, er kann gerne kommen. Also, er ist sehr willkommen. Er muss einfach wissen, er bekommt keine Sonderbehandlung. Er wird einfach gleich wie jeden anderen Student auch behandelt. Oder? Ich finde, das ist genau so richtig, weil ich bin so mehr unter Antrieb war. Ja. Ich musste Leistung erbringen. Ich habe nicht einfach so, ja, warte, ja, ist schon gut und so weiter. Sondern ich habe wirklich kämpfen. Und nur so konnte ich Fortschritte machen. Also ich bin überaus dankbar. Also die 3 Jahre, das war wirklich eine sehr wertvolle Zeit. Es ist auch noch relativ schwierig, weil ganz am Anfang müssen wir sehr geduldig sein und zurückhaltend. Da kann man nicht, wenn man ganz am Anfang jemanden sieht, das machst du jetzt schlecht, dann wäre ich durchgedreht. Aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, der will der kehren, was nicht gut ist. Und dann nervt sich der, wenn der andere es dir nicht sieht, wenn du etwas falsch gemacht hast. Und das ist aber schwieriger für das Umfeld. Es wechselt sich einfach plötzlich eine Woche später, ist es ganz anders. Und man muss ganz anders mit einem umgehen. Und das passiert halt so schnell, die Änderungen. Und das ist für das Umfeld extrem schwierig, immer richtig zu reagieren. Müsste es so etwas geben wie noch mehr Programme oder Möglichkeiten, nicht jetzt einfach nur für Reha, fürs Physische, dass man quasi selbstständig wird, aber für den Wiedereintritt in den Beruf und in den Alltag, in ein solches Programm? Ja, das gibt es schon auch. Das gibt eine ganze Sparte berufliche Rehabilitation, die genau das fördert.
Ich glaube, ganz wichtig sind auch die Hilfsorganisationen wie Fragile Swiss und so weiter, die da noch über das hinaus, was jetzt von den Kliniken oder von den Rehabilitationsfachleuten angeboten wird, unterstützen. Ja, aber jetzt hören wir ja gleich. Also es ist nicht einfach, für den Jean-François einen Job zu finden. Das heisst, du bist zu langsam. Das mit der Küche ist als Küche gehilft, oder? Es hat ein Praktikum gemacht und auch das hat nicht gelangt. Also offenbar gibt es ja gleich nicht genug Möglichkeiten. Also ist bei der Küche... Das ist die Aufgabe der Arbeitgeber, da auch was zur Verfügung zu stellen. Ja, aber bei der Küche war es so, dass ich das auch nicht vorangekündigt habe. Also ich wollte mich selber ein bisschen testen, dass ich nicht gesagt habe, das ist auch noch nicht so lange her, dass ich nicht gesagt habe, was mit mir einmal passiert ist, dass ich geschwächt bin. Sondern das ich ist etwas, was man muss lernen muss. Klar, aber ich habe irgendwie... Und ich konnte mich eigentlich noch recht gut durchschlagen, finde ich. Aber es war nicht nur der Grund, dass ich, sage ich mir, dass ich... Aber es ist schon spannend, der Wunsch, quasi nicht aufzufallen oder nicht als jemanden zu wirken. Das zu stehen ist das eine, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich nicht auch immer als mitleiderregend angesehen werden. Ich bin glaube nicht der Einzige, der sich das wünscht. Oder? Ich denke, jeder möchte eigentlich normal sein und nicht gerade abgestempelt werden als... Ja, das ist so. Man leidet eigentlich darum, wenn man weiss, dass sofort alle sehen, dass ich halt ein bisschen hinke. Das stört mich. Oder? Und das ist aber weiterhin... ein Ansporn für mich, eben mein Laufen noch weiter zu verbessern und da noch nicht aufzugeben. Sie machen Skibekleidung heute. Unternehmer. Ist das jetzt ein Beruf oder eine Berufung oder eine Notlösung? Nein, es ist etwas, wo ich eigentlich zum Glück schon vor dem Unfall habe ich mir gesehen, ich will mir das zweite Standbein aufbauen. Weil wenn ich mal aufhöre, damals 24 war und gesagt, wenn ich jetzt jedes Rennen gewinne, dann muss ich sowieso mit 30 aufhören, weil dann wird es langweilig. Und dann will ich etwas haben, das funktioniert. Dass ich es so schnell gebraucht habe und so eigentlich mir entgegengekommen ist, die Situation, da bin ich sehr froh. Weil es ist etwas, was mir Freude macht. Es ist etwas, was ich aufgebaut habe, etwas, was ich gemacht habe. Ich habe meine Partner, die mir helfen haben, und es ist etwas, was funktioniert. Und das ist schon... Dann habe ich irgendwie aber das Glück gehabt, dass ich das Richtige am richtigen Moment gemacht habe und jetzt etwas habe, wo für mich eigentlich der Beruf ist. Es ist für mich der Job und ich habe die Unterstützung und alles und ich weiß, es ist das, was ich gerne mache. Ihre Knöpfe sind unterdessen ein bisschen älter als auf dem Bild, wo wir gesehen haben. Der Älteste ist 11. Also die kommen schon bald in die Pubertät. Da haben sie dann noch ein bisschen mehr zu tun. Was sind Ihre nächsten Ziele? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Jeden Tag so nehmen Sie ja. Gut, ein bisschen schaffen, gehen die Buben. Ja. Genau. Wie ist es bei Ihnen, Herr Gächter? Aber Ziel? Ja, da habe ich einige Ziele. Also jetzt mal Dreambox. Oder? Wir haben Dreambox in Bachelorarbeit gesehen. Und jetzt hat Reha-Klinik auch sehr Interesse gezeigt an dem, den Prototyp jetzt schön auszubauen. Und das ist jetzt ein grosses Ziel. Und ich finde auch wirklich eine feste Arbeitsstelle zu haben. Weil ich habe jetzt eigentlich vier Arbeitsstellen, wo ich auch ein bisschen von dem mache, ein bisschen, also je nachdem von dem mehr und so. Aber keine feste Arbeitsstelle, wo auch eigentlich die AHV dann noch... Ich bin eigentlich einen grossen Teil auch selbsterwerbend. Und ich würde mir einfach auch einen festen Standbein und... Genau. Gut. Um können eine Familie zu gründen, sagt immer der Jean-François. Das wollte ich noch beifügen. Genau. Sie ein blendendes Vorbild, Sie können das nachher miteinander diskutieren. Danke Ihnen ganz herzlich. Eine Frage habe ich noch an Sie, Dani Albrecht. So von Spitzensportler zu Spitzensportler. Was würden Sie im Herrn Schumacher auf den Weg geben? Viel Kraft und Geduld, aber vor allem für das Umfeld braucht es sehr viel Geduld und extrem viel Kraft. Also wünsche mir einfach, dass vor allem der enge Kreis zu ihm haltet und das Beste daraus macht. Danke vielmals für das Gespräch, danke vielmals für den Club.
Das war der Club «Zurück aus dem Koma, böses Erwachen». Weitere Informationen und Links finden Sie bei uns auf der Homepage. Gehen Sie auf srf.ch/club. Hier auf SRF 1 geht es nach der Tagesschau-Nacht weiter mit Barbara Bührer, ihrer Nachtwache. Und zwar geht es um Liebesgeschichten ohne Zukunft. Und wenn Sie Montagabend um 9 Uhr mit dabei sind, hier auf SRF 1, dann treffen Sie meine Kollegen von der Rundschau an. Sie haben unter anderem eindrückliche Bilder aus der Ukraine, wo das Chaos losgetreten ist. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse, wünsche weiterhin einen schönen Abend und bis nächste Woche. Merci. Thank you.